Also, liebe Besucher von nah und fern, es ist vollbracht. Es hat ein bisschen gedauert heute, aber wir haben alles gegeben, oder unsere Jungs haben alles gegeben, damit wir den Maibaum im Juli jetzt dann endlich aufstellen konnten. Also im Mai haben wir Rücksicht auf uns selber genommen, das Wetter war nicht so schön. Und heute hat uns dafür der liebe Gott so ein tolles Wetter geschickt. Und da sind wir glücklich, dass wir das jetzt auch zusammen in einem kleinen Sommerfest hier mit euch allen feiern können. Ja, ich bedanke mich für die ganze... Ich bedanke mich nochmal an der Stelle auch für die ganze Vorarbeit, die ich in diesem Jahr echt delegiert habe. Sprich, ich habe nicht viel gemacht. Das war gut. Deswegen übergebe ich jetzt mal weiter an den Herrn... Hallo, grüßt euch. Ja, Frau Bellmann hat schon viel gesagt zu dem Thema. Im Mai ging es leider nicht mit unserem Maibaum vom Wetter her. Das konnten unseren Bewohnern leider nicht zumuten von der Kälte. Heute ist fast schon ein bisschen zu heiß, aber uns passt es ja nie, glaube ich, ob es zu kalt oder zu warm ist. Ne? Ich finde es toll, dass ihr alle da seid und gut gegessen habt. Also unsere Küche hat wunderbar gegrillt und Salate zubereitet. Die waren in der Hitze gestanden, ja. Und herzlichen Applaus für unsere Küche. Noch dazu haben wir ein schnelles Motto erkoren. Wir waren viele helfende Hände. Ja, und es hat jetzt eigentlich dieses schöne kleine Fest eigentlich dazu gebracht, dass es auch was geworden ist. Und vielen lieben Dank an alle Helfer, an alle Pflegekräfte, an alle Küchenkräfte und alle, die wollen Mitkäufer haben, Ehrenamtliche und Angehörige, alle, die da waren. Dankeschön. Ja, ich kann den Worten noch anschließen. Es war schon ein bisschen eine fremdliche Sache, muss ich sagen, nachdem wir ja das gewohnt sind, in Hausenweibern aufzustellen mit den Schweiberl. Also da haben wir schon manche die Luft anhalten müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, der Maibaum steht, die Fahne weht leider nicht. Ihr habt keine Fahne, oder? Ja, vielleicht kriegen wir eine spendiert. Ja, das kann durchaus sein. Ich habe schon verstanden. Ja, jetzt bleibt mir noch zwei Sachen. Erstens an unseren Heimbeiratsvorsitzenden dann natürlich gleich weiterzuleiten, den Stefan Oerder, meinen Freund. Dankeschön. Und das Zweite oder das Ergänzende noch dazu, dieser Maibaum, den ihr hier seht, stammt ja in der Vorbereitung aus Hausen. Vielleicht wisst ihr, dass wir zum 1. Mai heuer in Hausen einen Maibaum aufgestellt haben. Und dieser Maibaum wurde im Zuge auch des Hausener Maibaums dann mit bemalt und gehobelt. Habe ich auch ein bisschen mitgemacht. Und zurechtgeschnitten. Und in dem Zusammenhang einen ganz herzlichen Dank an die Maibaumfreunde Hausen. Wir haben heute mit dem Uwe, so ist er, einen Vertreter auch da. Und einen ganz herzlichen Dank an die Familie Hildmeier, die dem Kollegium nämlich diesen Baum gestiftet hat, und an den Franzi Hildmeier, der uns ihn auch hergefahren hat. Also dafür alle mal einen Applaus. Herr Freund, ich danke dir aufs Herzlichste. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, auch der Beirat unseres schönen Pflegeheimes unter der Geschäftsführerin von Gerti Bellmann, was sie mit ganzem Herzen macht, und unserem Prokuristen Thomas Hödel mit menschlich ausgleichenden, darf ich Sie, auch ganz herzlich darf ich Sie gratulieren, wollte ich nicht sagen, sondern ganz herzlich darf ich Ihnen einen schönen Tag wünschen und für das Sommerfest darf ich Sie auf das Allerherzlichste begrüßen. Heute darf ich vorstellen und begrüßen unsere neue Chefsekretärin Steffi Heindl. Steffi, ich wünsche Ihnen im Namen des Pflegeheimes, im Namen von uns allen, viel Freude und beruflichen Erfolg.
Komm mir in die Augen, kleine, du bist eine ganz, ganz feine. Ach, wie heißt das? Radio, Radio. Beste Tanzkunden, und nochmal.